Moin Moin und willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute geht es um Tipps und Tricks zu Medieval 2 Total War und dessen große Kampagne. Es geht jetzt hier um den sehr schwierigen Schwierigkeitsgrad, aber diese Tipps und Tricks gelten natürlich auch für die anderen Schwierigkeitsgrade. Es gibt leichtere, aber auch schwierigere Fraktionen zu spielen und da kommt es immer ganz auf die Lage an und auch auf die Religion. Reiche mit dem islamischen Glauben sind da ein bisschen schwieriger zu spielen. Das liegt natürlich einfach an deren Lage, die wir uns mal kurz ansehen können. Die drei Fraktionen mit dem islamischen Glauben befinden sich eher mehr so südlich, vielleicht auch noch ein bisschen östlich hier und haben jetzt nicht so viele Siedlungen zum Einnehmen am Anfang. Natürlich könnte man sich hier die Siedlungen weiter im Norden schnappen, aber da ist das Problem, dass der Grundglaube ein anderer ist. Und da ist es schwieriger, diese Städte am Anfang erstmal zu halten. Dazu kommt natürlich auch, dass sich zum Beispiel Ägypten relativ häufig gegen Kreuzzüge wappnen muss. Und auch so ab Runde 100 kommen die Mongolen ja auch von der östlichen Seite. Und je nachdem, wem man spielt, sei es Ägypten, Türkei oder auch später Russland, kommen die Mongolen, aber auch später die Timuriden, so ab Runde 150, auf einer bestimmten Ecke. Diese können dann entweder erscheinen hier oben oder auch hier. Das kommt natürlich immer ganz darauf an, welche Fraktion man spielt. Vor allem auch sehr schwer ist es so, wenn man zum Beispiel jetzt Russland sich nimmt als Fraktion, dann werden die Mongolen sehr wahrscheinlich hier auch eintreffen und nicht hier unten. Man kann natürlich auch gegen die Timuriden und die Mongolen kämpfen, wenn man möchte. Das macht es mal ein bisschen schwieriger auf jeden Fall, denn die kommen wirklich mit sehr vielen Armeen und diese Armeen sind sehr erfahren und haben eine gute Moral, also sie fliehen wirklich erst spät. Also zusammenfassend kann man sagen, dass die Fraktion mit dem islamischen Glauben es etwas schwieriger haben, genauso wie die Orthodoxen, wie halt Russland und die Byzantiner hier in dem Fall. Die Russen bekommen Besuch hier von den Mongolen, genauso wie die Byzantiner halt später Besuch von den Timuriden bekommen. Bei den Reichen eher also im Westen ist es immer relativ einfach, sich eine gute Fraktion auszusuchen, eine etwas leichtere vor allen Dingen, sei es England, Schottland, Spanien oder auch Portugal, aber auch Dänemark zählt dazu. Die sind etwas leichter, da sie sich relativ nah am Rand befinden. Mit Portugal oder auch mit Spanien kann man sich sehr schnell hier diese Halbinsel schnappen, genauso wie man mit England oder Schottland sich schnell Großbritannien einverleiben kann. Dänemark selber hat auch in der nördlichen Position eine gute, denn sie kann diese beiden Länder ohne Probleme einnehmen, ohne dass da großartig Stress passiert und hat auch Zeit, sich dann nach unten ein bisschen auszuweiten, allein weil hier auch einige Rebellensiedlungen sind. Es gibt bestimmt unterschiedliche Wege, wie man eine Kampagne am besten beginnt, aber ich zeige euch jetzt so meinen Weg, wie ich meine Kampagne starte. So, ich habe jetzt hier mal als Beispiel England genommen als Fraktion und wo ich immer anfange ist, dass ich die ganzen Einheiten aus den Siedlungen rausnehme, bis auf immer eine Einheit, die lasse ich immer drin, damit eine gegnerische Fraktion die nicht einfach direkt einnehmen kann. Und die Armeen schicke ich am besten immer mit einem General zusammen irgendwo hin, da dann diese Armeen nicht abtrünnig werden. Und dann vielleicht zu Rebellen konvertieren. So, das habe ich jetzt einmal hier gemacht. Ich habe die jetzt hier einmal zusammengefasst, die in Sayn waren. Und habe die direkt zur nächsten Rebellensiedlung geschickt. Nach Rennes, denn es ist wichtig am Anfang viel zu expandieren. Genau das gleiche habe ich einmal hier im Norden gemacht. Auch bei den beiden Einheiten. Dazu habe ich dann direkt weitere Einheiten hergestellt, die besten, die gerade zur Verfügung sind, und zwar in jeder einzelnen Stadt, damit ich dort die Einheiten schnell nachziehen kann, damit diese Generäle mit ihren Armeen mit mehr Truppen versorgt werden, um weitere Siedlungen einnehmen zu können. Also wäre es ganz klug, hier diese Siedlung und auch diese Siedlung schnell einzunehmen. Brügge könnte man zum Beispiel hier jetzt auch nochmal nehmen und auch Dublin ist ein gutes Ziel. Was auch wichtig ist, ist am Anfang auf jeden Fall einen Diplomaten herzustellen. Wenn ihr nicht bereits einen vorher habt, solltet ihr auf jeden Fall einen mindestens herstellen, um halt mit Fraktionen Bündnisse oder wenigstens Handelsrechte zu schließen, damit ihr euch mit denen gutstellen könnt für eine gewisse Zeit. Zudem solltet ihr natürlich aber auch nicht deren Grenzen überschreiten, es sei denn, ihr habt den militärischen Zugang. Nun kommen wir zu dem Thema KI. Dafür habe ich jetzt mal meinen Spielstand gewechselt. Denn jetzt gehen wir mal so zu den KI-Abläufen, denn die sind immer relativ gleich und kann man auch ein bisschen vorhersehen. So fangen wir jetzt mal hier bei den Siedlungen an. Später, wenn ihr etwas größer seid, aber auch noch am Anfang ist dem so, wenn ihr Siedlungen an irgendwelchen Grenzen habt später, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass der Gegner einen Angriff gegen euch wagt, wenn die Siedlungen leer sind. Wenn sie aber etwas voller sind, mit etwas mehr Einheiten drin,
dann werden sie wahrscheinlich erstmal diese Siedlung nicht angreifen. Was man vielleicht auch wissen sollte, ist, dass manche KIs bestimmte Siedlungen bevorzugen. So ist es zum Beispiel, wenn ihr Spanien oder Portugal spielt und ihr Valencia euch einnimmt, dass die Sizilianer wahrscheinlich ein paar Runden später kommen, um versuchen, Valencia für sich zu nehmen. So ist das auch anders, zum Beispiel wenn du die Sizilianer spielst, werden wahrscheinlich die Byzantiner etwas später kommen und versuchen, sich Neapel unter den Nagel zu reißen. Da gibt es noch viel, viel mehr Beispiele, aber das sind viel zu viele, um die jetzt alle aufzuzählen. Und ihr könnt ja mal darauf achten, da gibt es tatsächlich immer viele Möglichkeiten, wie die KI reagiert auf eure Siedlungseinnahmen. Nun kommen wir zum Thema Schlachten. Dort solltet ihr auf jeden Fall immer Echtzeitschlachten machen, denn das minimiert euren Truppenverlust. Denn automatische Schlachten fallen meistens vor allem auf einem sehr schwierigen Schwierigkeitsgrad zugunsten des Gegners aus. Zudem würde ich euch natürlich auch raten, den Hauptmann oder auch den General schnell auszuschalten, denn der ist sehr wichtig für die Moral der Truppen. Wenn der General oder auch der Hauptmann früh stirbt, fliehen die gegnerischen Truppen häufig schneller. Nun kommen wir zum Thema Belagerung. Dort gibt es zwei verschiedene Siedlungsarten. Da haben wir einmal die Burg oder auch einmal die Stadt. Die Stadt hat immer nur eine Mauer. Die Burg kann später bei einer Zitadelle bis zu 3 Mauern haben. Bei den Burgen später ist es dann auch ratsam, vor allem Kanonen mal mit dabei zu haben. Bei Städten reichen meistens Leitern, aber auch Rammböcke aus, wobei auch da das später etwas schwieriger wird. Das heißt, wenn die Mauern etwas stärker werden und auch die Türme, sei es bei Städten oder Burgen, etwas mehr Kraft haben, können auch Rammböcke und auch Belagerungstürme schnell den Erdboden gleichgemacht werden. Also ihr solltet am besten immer 1 bis 2 Kanonen mit in eurer Armee dabei haben. Dann kommen wir zur Armeekonstellation. Ihr könnt natürlich eure Armee so machen, wie ihr wollt. Wenn ihr gerne lieber Fernkämpfer in eurer Armee drin habt, könnt ihr das natürlich machen. Jedem das seine. Das ist auf jeden Fall ein total subjektives Ding. Ich selber mache das bei mir so, dass ich immer eine Reihe komplett mit Kavallerie meistens fülle, weil ich denke, dass das mit die stärksten Einheiten sind, die ihr haben könnt. Und immer so ein Mix aus Speerkämpfern und Infanterie. Zudem natürlich 1 bis 2 Kanonen. Kavallerie bevorzuge ich, weil sie meistens ziemlich stark ist, wenn nicht sogar ein bisschen overpowered. Natürlich sollte man Kavallerien jetzt nicht gegen Speerkämpfer einsetzen, dafür ist natürlich meine Infanterie dann da oder zur Not auch meine Speerkämpfer. Aber die Kavallerie selber, die ich dabei habe, nehme ich für die gegnerischen Fernkampfeinheiten, für die gegnerische Infanterie, für die gegnerische Kavallerie und für Artillerie. Weil das können die alles sehr gut kontern. Zudem darf man den Anschubsbonus der Kavallerie nicht vergessen. Wenn die Kavallerie auf eine gegnerische Truppe raufstürmt, fliehen die relativ häufig und relativ schnell. Was ich euch auch noch empfehlen kann, ist vor allen Dingen später im Spiel, wenn ihr die besten Truppen für euer Volk freigeschaltet habt, diese Truppen auch immer ab und zu heilen. Sprich vor allen Dingen, wenn sie relativ viele Erfahrungspunkte haben. Das sehen wir hier jetzt ganz gut. Wir haben jetzt hier schwere Kavallerie mit 3 goldenen Erfahrungspunkten. Die möchte ich natürlich jetzt nicht auflösen und sowas. Die möchte ich aber auch nicht in der nächsten Schlacht verlieren. Deswegen schicke ich sie zu der nächsten Zitadelle und lasse sie dort wieder aufladen. Kommen wir nun zum letzten Thema, und zwar Städtemanagement. Kurz gesagt kann man sagen, Städte geben mehr Geld, Burgen geben euch bessere Einheiten. Bei Städten, vor allem am Anfang, empfehle ich es euch, Rodungen zu bauen, für halt ein schnelleres Volkswachstum, zudem vielleicht ein Händlerkai für ein bisschen mehr Geld, wenn es möglich ist, auch vielleicht ein paar Minen, aber auch für die Bevölkerung, für die Zufriedenheit, können Ratskammern, Tavernen oder auch Marktplätze sehr sinnvoll sein. Bei den islamischen Völkern ist das so, dass man dort eine Rennbahn bauen kann oder auch eine Shisha-Bar. Zudem kommt natürlich, je zufriedener eine Stadt ist, desto weniger Soldaten müssen dort stationiert werden. Bei den Burgen empfiehlt es sich natürlich auch, Rodungen zu bauen für ein schnelles Volkswachstum und natürlich auch, damit man das schnell zu einer Zitadelle ausbauen kann, für bessere Verteidigungstürme. Das gilt natürlich bei einer Stadt genauso. Je nachdem, welchen Einheitentyp ihr bevorzugt, solltet ihr auch dieses Gebäude schnell wie es geht upgraden. Also bei mir sind es natürlich jetzt dann die Kavallerieeinheiten. So habe ich geguckt, dass ich schnell zu den fürstlichen Stellen komme. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich hoffe, ich habe auch nichts ausgelassen und ich konnte euch mal so ein bisschen erklären, wie ich so meine ganzen Kavallerienspiele hier spiele. Jo, dann würde ich sagen, könnt ihr natürlich gerne mal auf meinem Kanal vorbeischauen und euch das Let's Play mal anschauen, wenn ihr möchtet. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und haut rein.